Hi Leute, heute werde ich euch erklären, wie man ein Kondom anzieht. Oh, jetzt sagst du vielleicht einfach. Aber damit es wirklich jeder richtig versteht, legen wir los und schauen mal gemeinsam. Schritt 1. Bitte check das Haltbarkeitsdatum. Wenn es bereits abgelaufen ist, schmeiß es weg. So einfach. Das ist alles, was du dir merken musst. Schnapp dir ein neues, das noch nicht abgelaufen ist. Weiter geht's zu Schritt 2. Sei bitte sehr vorsichtig, wenn du die Packung öffnest. Drück das Kondom vorsichtig auf eine Seite und auf der Seite mit etwas mehr Platz reißt die Ecke der Folie ein. Kein wildes Aufreißen. Ich weiß, du bist bestimmt aufgeregt, aber das Aufreißen kannst du dir für die Kleidung aufheben. Stell einfach sicher, dass du es beim Öffnen nicht beschädigst, okay? Nächster Schritt. Checke, ob es richtig herumliegt. Immer ein guter Anfang. Die Spitze sollte nach oben zeigen, die du dann mit deinem Daumen und Zeigefinger nimmst. Wenn du es aus Versehen falsch herum aufsetzt, schmeiß es weg und schnapp dir ein neues. Okay, wir sind soweit, es aufzuziehen. Jetzt solltest du sicherstellen, dass der Penis voll irrigiert und bereit zum Loslegen ist. Dann lasse etwa 1 cm extra Platz an der Spitze des Kondoms, indem du die Luft herausdrückst. Das hilft, die Spermien aufzufangen. Eingeschlossene Luft bringt ein Kondom außerdem zum Reißen. Das wäre extrem kontraproduktiv. Jetzt rolle das Kondom zur Wurzel des Penis, während du wieder Luftbläschen rausstreichst. Und das war's. Du bist bereit zum Loslegen, wie man so schön sagt. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.